Wadenbein-Schienbein-Fraktur ist allgemeinhin die Fraktur des Sprunggelenkes, weil das Sprunggelenk aus Wadenbein, Schienbein und Sprungbein gebildet wird. Und am häufigsten bricht einem das Wadenbein, sprich Außenknöchel. Da gibt es die Klassifikation nach Weber, das hat vielleicht jeder mal gehört, Weber A-Bruch, B-Bruch oder C-Bruch. Und das sollte operiert werden, weil das Sprunggelenk in sich immer sehr straff geführt ist und beim Umknicken das Wadenbein dann bricht und diese straffe Führung nicht mal 1 mm Toleranz hat. Muss man das exakt wieder einrenken und dann fixieren.